Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, und zwar Minecraft mit dem Modpack Hexit. Und viele haben sich ja gewünscht, dass ich jetzt als Übergang für, bis dann die Konsolenversion, also für die Xbox One und die PlayStation 4 oder die Wii U, bis die Konsolenversion von Minecraft dafür rauskommt, dass ich dann so ein kleines Übergangs-Let's Play mache, und zwar auf dem PC. Wird es gerade Nacht? Und es wird Nacht. Toller Anfang. Ich habe mir gedacht, dann mache ich das halt. Ich bin sowieso gespannt auf dieses Modpack oder diese Mod, weil eigentlich ist das ja eine Modifikation. Dann sagt man diese Modifikation, aber egal. Und ich werde eine Webcam einbauen, ganz einfach, weil das bestimmt lustig sein könnte. Ich habe jetzt schon eine Welt geladen, ganz einfach, weil das bei dem Pack hier ein bisschen lang dauert. Und cool, man sieht da oben so eine Leiste. Wie man vielleicht schon merkt, ich habe keine Ahnung, was das hier gibt. Ich weiß nur, dass das hier, das Einzige, was ich wirklich über dieses Pack weiß, ist, dass das so Chocobus gibt, darauf kann man fliegen. Das da brauche ich, glaube ich, für die Chocobus zu füttern, kann das sein? Kann das sein, dass ich das jetzt kaputt gemacht habe? Ah, nee. Ah, hier kann man... Okay. So draufklicken, da wird einem angezeigt, ob man damit bauen kann. Oder wie das gebaut wird. Ah, okay. Oder was man damit bauen kann, ja auch. Na, cool. Okay. Aber ich will das da jetzt eigentlich nicht kaputt machen. Wie kann man das denn abbauen? Brauche ich dafür irgendwas? Eine Spitzhacke, eine Schaufel? Ich würde sagen, ich klopfe jetzt erstmal einen Baum kaputt, oder? Das Gute hierbei ist jetzt auch natürlich, dass ich frei durch die Welt rennen kann und nicht wie bei der Xbox-Version zum Beispiel darauf achten muss, dass ich nicht instant die ganze Welt erkunde, weil dann nachher einfach alles... Kann mir mal einer verraten, warum hier die ganzen Items verschwinden? What? What the fuck? Ich will ja nicht sagen, aber ich spiele nicht auf dem Server oder so, deswegen finde ich das hier gerade ein bisschen verstörend. Ach, jetzt ist halt auch da. Okay, kann man doch einfach so abbauen. Okay, ich weiß nicht, was das war. Jetzt leckt er doch auf einmal nicht mehr. Vielleicht musste das erst alles laden oder so. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt ein bisschen flüssiger funktioniert, denn das war ja schon ein bisschen kacke. Und ja, das Let's Play wird, denke ich, davon leben, dass ihr mir Tipps schreibt, was ich machen muss. Überhaupt erstmal sagt, hey, du musst jetzt das und das craften, damit du da hingehen kannst oder so. Ist das Eis? Oh, das ist Eis, ne? Denn ich weiß halt nicht, was ich machen muss hierbei. Also ich weiß jetzt, das ist Minecraft und dabei kann man... Ein Pinguin! Oh, stimmt, es ist ja Nacht. Scheiße, oh, da hinten ist ein Turm. Hierbei gibt es übrigens auch eine Map, die habe ich jetzt aber mal kurz ausgestellt, weil dauerhaft will ich den Schnitt anhaben. Das ist ein Pinguin! Ich mag Pinguine. Oh. Guck mal, wie süß. Ich will den jetzt aber eigentlich nicht töten. Da war gerade ein Turm. Und da ist ein Creeper. Da will ich mal hingehen. Oh. Das Geile ist natürlich, ich habe mir überhaupt nichts gebastelt. Was ist das denn? Ist das eine Festung oder was? Da ziehe ich ein. Ich hoffe jetzt mal, dass da nicht irgendwie Gegner sind oder so. Da ist sogar so ein Abwehrmechanismus. Oh shit, da ist ein Gegner. Oh nee, ich muss hier runter, ohne zu explodieren. Okay, ich habe es geschafft. Ach ja, und was ich noch weiß, mein Bruder hat gesagt, hier außen gibt es auch Erze. Deswegen ist Diamant oder so gar nicht mal so selten. Weil man das schon recht oft finden kann. Okay, dann renne ich mal ein bisschen hier rum. What the fuck ist das denn? Das ist ein Zombie. Das ist ein Mammut. Ach Gott, das finde ich jetzt aber schon so ein bisschen gruselig. Oh, kommst du denn her? Ich muss jetzt hier erstmal alles erkunden, weil ich halt mich halt hier überhaupt nicht auskenne. Und das alles super cool finde. Was ist das denn für ein Wasserfall? Ich will in diese Festung da rein. Auch wenn das da voll unlogisch aussieht. Ja, da sind ja Spawner drum. Wie komme ich denn da rein? Ich will da jetzt wohnen. Ich wette, da ist so ein Endboss oder so drin. Ich finde diese Mammuts cool. Die sind nicht aggressiv, oder? Wie gucken die denn? Ach Gott. Wie kann man denn die Map nochmal anmachen? M? N? Ah, N. Genau. Dann sieht man die. Und ja, das scheint echt so eine Festung oder so eine Art zu sein. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Ah, so kann man größer machen. Also mehrmals draufdrücken, dann verschwindet die wieder. Okay, ich habe übrigens gerade dieses Spax. Mein Gott, Texture Pack drin. Und ich hoffe mal, dass ich alle Items erkennen werde. Aber das steht ja auch hier dabei. Deswegen sollte das nicht das Problem sein. Warum habe ich ein Standbild? Ah, okay. Also wie gesagt, das ist vielleicht zwischendurch ein bisschen eklig. Ich weiß auch nicht, vielleicht wäre es eine bessere Idee, wenn ich gar kein Texture Pack benutzen würde. Weil ich denke einfach mal, das läuft dann flüssiger. Ist das normal, dass das so Geräusche macht? Aber, ey,
Wow! Das hat aber viel Schaden gemacht. Wer war denn das? Oh nee! Ah! Mein Buch ist weg! Das ist ein Grabstein, wie dumm. Ich hätte jetzt aber schon... Uiuiui. Noch gerne meine... Ey, Sachen wieder. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin ja schon weg. Ja, ist doch gut. Ich hab doch gesagt, ich geh weg. Oh nee. Ich will jetzt aber nicht in ein Schneegebiet bauen. Das ist eklig. Das habe ich schon bei der Xbox oft genug gehabt. Mein Biom auf einmal zum Schneebiom wurde. Warum sind da überall Diamanten? Wie unselten sind die denn? Ich glaube, ich baue mir jetzt eine... Kann ich das mit einer... Nee, bestimmt nicht, oder? Ich hab einen Pfeil im Kopf. Oh. Das sieht nicht so gesund aus. Ey. Hör doch auf. Oh. Ja, hier bin ich ja sicher. Kann ich hier irgendwo runter, ohne zu sterben da? Aua. Ich habe auch voll viel Hunger. Ah, ich will doch nur hier weg. Was ist das denn da hinten? Da auf der Map seht ihr das oben? Da will ich gern hin. Oh, sei da noch höher. Aua. Das tut weh. Gott, ey. Ich werde mir über diesem Projekt auch jetzt nochmal ein bisschen mehr Mühe geben mit den Sachen, wie zum Beispiel, ja, passende Musik, wenn ich zum Beispiel in eine Höhle gehe, da dann so ein bisschen düstere Musik kommt, oder wenn ich in eine Höhle gehe, da dann meine Stimme so einen kleinen Echo-Effekt hat. Das soll, will ich gerne... Wieso machen die so viel Schaden? Das will ich gerne alles, ja, haben. Was ist das denn? Na Bock, Wurst im Himmel, oh nee. Ich glaube, ich gehe da erstmal hin. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Hol! Ja, ich bin nicht gestorben. Da liegt irgendwas. Ist das denn? Wer kommt hin? Ist hinterher, ne? Nö, da oben. Okay. Gut. Ich habe keine Ahnung, warum das... Hier ist alles abgestorben. Auch cool. Weil hier keine Sonne ist, denke ich mal. Da ist eine Höhle. Da will ich mal saunet rein. Was ist das? Ein Turm? Da rennt ein Pinguin mitten in der Wiese rum? Ah, oh, hast du dich verlaufen? So, ich sollte dann aber jetzt eventuell doch schon mal anfangen, irgendwas zu bauen. Und ich finde eigentlich ein Dorf, cool. Hier der Ort sieht ganz schön aus, um zu bauen. Ich meine, hier ist eine riesige Fläche. Und ein fetter Turm. Der vermutlich zu irgendeiner fliegenden Insel oder so führt. Wo ist denn da so ein Turm dran? Ich sehe die Insel, nur als ich meine Distanz ein bisschen niedrig gestellt habe. Was ist das? Oh. Hä? Ist das normal, dass das noch da ist? Ach, keine Ahnung. Weil ich auch für Scheiße gerade dabei habe. Ist richtig unnormal. Ja, ich glaube, hier lässt sich das Leben. Jetzt ist auch endlich mal wieder Tag. Was soll das da denn? Oh, das kann ich dann auch irgendwann mal abreißen. Gut. Da ist ein Skelett. Da ist ein Turm aus irgendwelchen Erzen. Und ich werde mir jetzt mal ein kleines Häuschen bauen. Oh Gott. Und wenn ich sage, ein kleines Häuschen, endet das meistens in einem Riesenhaus. Aber ich guck mal kurz noch schnell, ob hier irgendwas anderes ist. Da ist nämlich dieses Dorf. Und da könnten ja vielleicht schon ein paar Starter-Items drin sein. Das wäre ganz praktisch. Sieht jetzt aber nicht so groß aus. Was ist das denn? Hier sind fette Türme. Ich glaube, die gehören die zu den Dörfern dazu? Oh, ich kann nicht mehr laufen. Ich mag eigentlich kein Gammelfleisch. Da brauche ich erstmal nicht. Okay, hier sind überall abgekackte Häuser. Was ist das da hinten? Oh Gott, so viel Zeugs. Das ist so kompliziert. Hier ist nichts drin, ne? Nö, das hat sich nicht verändert. In den Turm, da will ich irgendwie nicht reingehen. Der sieht ein bisschen unsicher aus. Was ist das? Oh. Eine Blaubeere. Noch mehr Diamanten. Okay, eine Dierrüstung oder so hier zu bekommen, sollte nicht gerade schwer sein. Ich baue mir jetzt aber wirklich erstmal, wenn ich hier drin irgendwie eine Werkbank oder so finde. Schnell was. Ich meine, ich habe zwar eine Werkbank, aber da sind Spawner drin. Oh Gott, was ist das? Dorfbewohner, seid ihr friedlich? Villager, ich glaube schon. Gut, dann hoffe ich halt einfach mal. Habt ihr hier eine Werkbank oder so drin? Weil ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr extra eine eigene Werkbank zu bauen. Das ist so anstrengend. Da liegt überall dieses Güsalzeug rum. Oh Gott, da ist ein Piratenschiff. What the fuck gibt das denn hier alles? Das ist richtig cool. Und ich brauche... Kann ich das essen? Oh, ich kann essen. Ah. Ah, was ist das? Scale. Was heißt denn Scale? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Da ist eine Kiste.
Oh, mit einem Eisenschwert drin, richtig cool. Und mit ein bisschen Rüstung, ist natürlich auch ganz praktisch für den Anfang, ne? Zieh ich direkt mal an, Eisenrüstung. So, jetzt haben wir schon mal hier ein Schwert. Ich bin gerade überlegen, soll ich das jetzt andersrum machen? Weil beim PC mache ich das immer so, dass ich mein Schwert hier platziere und dann so Fackeln, Axt, Spitzhack und so. Und bei der Xbox habe ich gemacht, dass ich hier das Schwert platziert habe. Aber ich glaube, da komme ich ein bisschen durcheinander, oder? Oh, ich lasse das jetzt erstmal so, was ich mit diesem Buch mache, weiß ich immer noch nicht. Das hier brauche ich alles erstmal nicht. Aber danke für das Schwert, ne? Ach so, das ist der Tisch. Okay, ist hier zufälligerweise irgendwas drin? Nö. Ich könnte jetzt aber erstmal ein paar Tiere kloppen, damit ich ein bisschen Fleisch habe. Ich will mich jetzt eigentlich nicht mit den Mammuts da anlegen, aber die da kann ich mal besiegen. Da liegen Knochen rum. Denn hier sind ganz schön viele Schweine. Ich glaube, ich ziehe dann erstmal in so ein Kackhäuschen da rein. Auch lustig, ich musste jetzt nichts machen und habe direkt ein Eisenschwert. Da unten sieht es ganz schön düst aus. Aber ich sollte doch mal schnell machen und eine Spitzhacke müsste ich mir auch craften. Oh, Level up? Ne, was war das für ein Geräusch? Was ist das? Emerald Shard, okay. Kommen die aus Schweinen raus? Ist das ein bisschen unlogisch? Oder wo habe ich den her? Oder hat ein cooles Geräusch gemacht? Matsch, matsch. Okay. Ich finde doch lustig, dass ich direkt am Anfang erstmal sterbe. Ja, die kommen aus Schweinen raus. Was ist das denn? 11 Fleisch, das soll gleich erstmal reichen. Ich rotte noch ein paar mehr aus. Hier kommt aber auch ganz schön viel Fleisch raus aus den Schweinen. Immer 2 Stück oder so. Oder sogar mehr. Okay, ich glaube, ich ziehe dann erstmal da hinten ein bisschen bei das Dorf. Vielleicht baue ich mir dann hier irgendwann noch was auf. Ja, das sollte jetzt erstmal reichen. Da dann so eine Schmiede war, kann ich da auch was bauen? Schmelzen nicht bauen. Ja, und dann sammle ich erstmal die ganzen Diamanten, die rumgammeln ein. Da ist so eine Blume. Die ist irgendwie nicht texturiert. Ist ein bisschen kacke. Häcksel-Essence, das sollte ich aufheben. Das soll relativ wichtig sein. Ich kann ja mal gucken, ob man da draus bauen kann. Kann ich da Rechtsklick drauf machen? Nee. Ich will mich jetzt auch nicht allzu sehr spoilern, was das hier gibt. Also, wie heißt das? Hexikel. Hexikel. Ja, genau. Hexukal. Da. Hexikel Diamond. Hexikel Essenz. Ah, so macht man ein Hexikel Diamond. Was kann man mit Hexikel Diamonds machen? Tribal Helmet. Tribal Chest. Okay, Rüstung also. Die relativ einfach zu bauen aussieht. Okay, was kann das so? Sollte ich mal gucken, worauf ich denn hier sparen will. Das sieht gut aus. Ihr könnt ja mal schreiben, was hier was kann. Denn das weiß ich nicht. Dann kann ich dann ja mal nachgucken, was dazu kann. Warte, was ist jetzt immer noch da unten drin? Oh, stimmt. Das sieht scheiße aus. Das mache ich weg. Nein. So. Nein. So. Mein Gott. Okay, genug Zeit verplempert. Ich werde jetzt backen. Oder kochen. Ist hier noch irgendeine... Da ist eine Werkbank. Cool. Ey, da kann ich mir dann nachher was bauen. Ich glaube, ich ziehe dann... Oh, hier, das Haus sieht noch ganz schön frei aus. Hier kann ich ja einziehen. Schmeiße ich einfach die Bewohner, die hier drin sind, raus. So, hier ist die... Soll das da sein? Das sieht irgendwie ungesund aus, keine Ahnung. Okay. Fleisch. Und... Holz. Leider muss ich mir jetzt eine Holzspitzhacke machen. Ja... Dann sollte ich auch nicht alles davon verbrennen. So, dann gehe ich nochmal bei die Workbench. Ich glaube, ich klaue mir die jetzt und tue die in ein anderes Haus rein. Weil hier, das ist mir doch schon ein bisschen zu klein. So, dann greifen die wir mal hier alles ab. Dankeschön. Aber jetzt leckt er doch wenigstens nicht mehr ganz so. Und jetzt kann ich das hier hinbauen. Okay, dann baue ich mal ein paar Sticks. Ein paar waren das jetzt nicht, aber gut. Ich kann mir eine Goldspitzhacke bauen. Mache ich jetzt auch einfach. So. Eine Goldspitzhacke, ey. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Okay, erstmal schön hier alles geklaut. Wo waren jetzt nochmal die Schmiede? Da? Ah, nee. Wo sind die jetzt hin? Scheiße. Ich und meine Orientierung. Ah, meine Augen. Wo war die denn jetzt? Oh Gott, Juckreiz. Ah, jetzt sehe ich da auch was. Ist das eine Kugel oder sieht das nur von unten so aus? Sieht von hier aus wie so eine Kuppel. Okay, wenigstens mal was zu essen. So. Und wieder voll. Jetzt kann ich auch regenerieren. Ich tue das da mal kurz dahin. Das Buch werde ich eh noch nicht brauchen. Ich sollte mir aber vielleicht mal eine Kiste oder so bauen.
Ich gehe jetzt aber erstmal die Diamanten erbauen. Das geht mit Gold, glaube ich, gar nicht, oder? Geht nur mit Eisen, meine ich. Jetzt ist nur die Frage, wo war das nochmal? Die Kuh, das ist ganz schön laut. Hier sind noch ein paar Schweine, die ich mitholen kann. So, hier ist auch ganz viel Scheiß. Ich weiß übrigens nicht, wie lange das Let's Play hier dauern wird. Da ist was Interessantes, das hole ich mir auch noch mit. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde, bis dann die Konsolenversion rauskommt. Oder ob ich das vielleicht sogar noch länger... Nee, länger werde ich das, denke ich, nicht machen. Ich denke, da werde ich das sogar eher noch vorher abbrechen oder so. Ich habe einen Pfeil aus dem Schwein bekommen. Und warum habe ich kein Herz bekommen? Das hat ein Zelda-Geräusch gemacht. Ist das? Ach, das ist... Okay. Wahrscheinlich mit einer Schaufel abbauen. Hört sich mich nicht wie ein Erz an. What the fuck war das denn? Das war gruselig. So, also töten. Okay, Fleisch dürfte ich jetzt aber auch erstmal genug haben, glaube ich. Ey! Ah, was ist das, wenn die einen epileptischen Anfall kriegen und wegrennen? Jetzt ist das aber echt... Warte mal, ich kann nach oben gucken, ob hier irgendwo ein Loch ist. Da ist eine Schlucht oder sowas. Da will ich mal hin. Ah, Nase juckt. Hol ich noch hier die Schweine mit und da ist echt eine Schlucht. Was hier manchmal für Scheiße rauskommt. Irgendwie so rosa... Cotton Seeds. Was ist das denn? Ich habe doch keine Ahnung. Oh, nee. Okay, das ist doch keine Schlucht, aber hat so ausgesehen. Da ist noch ein Dorf oder noch ein paar Häuser von einem Dorf. Was ist das da? Hier sollen doch irgendwo so Portale. Da ist eine Schlucht. Da sind noch Diamanten. Hier sollen auch so Portale sein. Oh, ich glaube, da ist gefährlich oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, das ist alles so verstörend, ey. Ich weiß, dass es hier auch so Portale gibt. Und ich sollte ein paar Schafe holen. Ja, wenn man in die Portale reingeht, dann ist man in so einer komischen Parallelwelt drin. Das ist irgendwie sehr verstörend. Das brauche ich nicht. Solange ich keinen Bogen habe, brauche ich das auch nicht. Ich brauche das hier alles nicht. Habe ich viel Fleisch. So, ich gehe jetzt erstmal ein paar Schafe töten. Und dann gehe ich nochmal zurück. Eine Wolle. Zwei Wolle. Drei Wolle. Auch kann ich gut zählen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon überhaupt brauche. Ich sammle das jetzt einfach die ganze Zeit ein, aber ob ich das brauche, weiß ich gar nicht. Okay, ich habe jetzt aber doch schon ganz schön okayige Rüstung. Ich hoffe, dass das hier nicht gleich explodiert oder so. Nein, wie viel Leben haben die denn? Okay, 20 ist jetzt so viel. Das ist auch so was Komisches. Kann ich auch nicht hier mit abbauen. Okay, wo sind jetzt die Diamanten hin? Hä? Oder habe ich mich getäuscht und habe gedacht, da wären Diamanten? Nee, ich habe da eben Diamanten gesehen. Ach, hier ist noch mehr Schlucht. Ah, da sind sie doch, okay. Das ist eine aufgespaltene Schlucht, das ist auch lustig. Okay, will ich eigentlich nicht so gern runter, dann gehe ich doch lieber nach Wasser da. So, wo ist das denn? Das ist Lava und kein Wasser? Oh. Oder die sich eine Weh getan hat oder so. War ja nur 800 Kilometer hoch. Oder tief. Oh oh. Oh, Gott sei Dank. Wir sterben schon direkt alle. Das Schwein, da will ich erlösen. Lapis Lazuli brauche ich eh noch nicht. Gold brauche ich gerade auch nicht. Ich denke, ich werde jetzt erstmal Diamanten holen. Weil ich weiß gar nicht, braucht man was anderes? Aber was ist das denn? Aluminium Ore Berry. Okay, eine Beere, die man als Erz benutzen kann. Oh Gott. Also ich muss natürlich aufpassen, denn die Spitzhacken hier gehen natürlich sehr schnell kaputt. Ein Knochen. Was ist das denn, okay? So antike Scheißblöcke sozusagen. Ich sollte mir vielleicht ein paar Steine holen. Geht die so schnell? Oh, die geht sehr schnell kaputt. Jetzt komme ich nämlich hinter hoch. So. Okay. Und geht das? Nein, es geht nicht. Dann muss ich mir doch das Eisen da holen. Die Kohle könnte ich auch noch mitholen. Das brauche ich gerade nicht. Da Eisen. Dich brauche ich. Ist das Eisen? Das kann doch jetzt nicht sein, dass das nicht geht, oder? Das ist gar kein Eisen, oder? Oh nein. Aber das kann ich abbauen, ne? Kann man mit einer Goldspitzhacke nichts abbauen? Was ist das denn?
So, das war jetzt schon mit dem ersten Part von Minecraft Hexit. Ich werde jetzt am Ende von den meisten Minecraft-Parts, denke ich, so eine kleine Videobotschaft wie jetzt dranhängen, weil das einfach cool ist und ich so, ja, besser mit euch kommunizieren kann, als wenn ich nur was in die Kommentare schreibe, weil das sehen die meisten eh nicht, weil die das nicht lesen. Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, je nachdem, wie euch das gefallen hat. Ich will jetzt nicht sagen, hey, gebt Daumen hoch, sondern bewertet das, ja, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr das nicht mögt, dann könnt ihr auch ruhig einen Daumen runter geben, aber dann müsst ihr auch eine Begründung schreiben, warum es euch nicht gefallen hat, weil sonst kann ich nichts damit anfangen, wenn ihr einfach nur Daumen runter gebt. Also, ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, dann gebt Daumen runter und schreibt einen Kommentar, warum. Wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr auch einen Kommentar schreiben, warum es euch gefallen hat. Das ist natürlich auch mal schön zu lesen. Und ja, das wär's schon. Wenn ihr natürlich Lust habt, könnt ihr das auch verbreiten und irgendwie mal erzählen euren Freunden, keine Ahnung, denn das wäre sehr hilfreich, besonders immer beim ersten Part von so einem Projekt. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß und freut euch auf den nächsten Part, wenn wir dann ein bisschen mehr Höhlen erkunden werden. Bis dann!